Freunde, oh, wie sieht das hier wieder aus? Ein schönes, kleines Spontanvideo. Ich habe eingekauft für Silvester. Da das ja mit dem lieben Kameramann nicht geklappt hat, mal 6 mm Munition zu besorgen, habe ich jetzt in dem Laden Rundumschlag vollführt und alles mitgenommen, was wir so da haben. Oder was wir brauchen an Munition, die verschiedenen Kaliber, damit wir jetzt wieder schön Tests machen können. So, diesmal wieder in der Küche. Ihr wisst, ich habe seit kurzem wieder für eine Weile Strom. Mal sehen, wie lange. Kalter Kaffee. Ui. Ich habe sehr viel eingekauft. Also ich sage mal so, sehr viel für meine Verhältnisse. Ich glaube, das entspricht so vielleicht dem Durchschnitt des Standard-Silvester-Freundes. Ich glaube, andere kaufen viel mehr ein, aber summa summarum €133. Das ist... Schätzt ihr das mal ein? Ist das für Silvester zu viel? Ist das zu wenig? Wir packen einmal aus, Kamera näher ran und dann können wir in Ruhe darüber diskutieren, ob das überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Und mir fiel ein, es wäre vielleicht mal so eine kleine Kostenaufstellung interessant. Welche Munition kostet pro Schuss wie viel? Um mal vergleichen zu können, wie teuer kommt denn euch eine Schreckschuss beim wilden drauf losballern? Also ich baue mal die Kamera um und dann sehen wir weiter. Okay, jetzt ist alles vorbereitet. Ich habe mir auch ein etwas schöneres Getränk besorgt. Danke für die Spenden von Lukas. Nehme ich immer gern diverse Energy Drinks und danke für das reichliche Frühstücksfleisch. Das ist auch immer sehr lecker. So, wir legen los. Ach, erstmal ein kleines Schluck hier. Das muss gehen. So viel Zeit muss sein. Oh, dass eine Mischung aus giftigen Chemikalien so lecker sein kann. Mikro wird angestöpselt. Ich hoffe, der Fokus spielt mit. Und das Licht, naja, ich rücke mal die Kamera noch ein bisschen näher ran. So, das müsste doch jetzt gut funktionieren. Okay. Das sind so die diversen 15 mm Raketen. Kennt jeder von euch, sehen ungefähr so aus. Gibt es in vielen verschiedenen Farben, dass man sie auseinanderhalten kann. Battleground heißt das hier. Whistle, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Im Durchschnitt, also die Sorte kenne ich, die hatte ich schon mal vor 1-2 Jahren. Die nicht. Twilight. Silver Circle. Meine Fresse. Skydiver. So sehen die eben aus. Im Durchschnitt sind in diesen kleinen Verpackungen immer 20 Stück drin. Es gibt noch die großen Doppelten und früher waren die, glaube ich, sogar noch länger gewesen, die Verpackungen. Aber wie soll ich sagen? Ich kaufe lieber so eine kleine, die so im Durchschnitt um die 10 € oder auch leicht darüber kostet. Hier ist alles von Umarex. Aber Umarex stellt das selber garantiert nicht her. Hab dann immer 20 Stück und dafür lieber verschiedene zum Durchtesten. Ich habe jetzt mal einfach mal ganz wahllos durch das Regal gearbeitet, aber diesmal ohne Ratter oder Pfeifeffekt habe ich genommen. Ratter-Effekt, ja. Ich weiß gar nicht warum. Ist hier auch was mit Pfeifen? Knister-Effekt. Pfeifpatrone, okay. Extra laut, war vielleicht ein Fehler, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Aber ich weiß, dass die Jugend von euch extra laut mag. So,
Prost. Der Kaffee hier war schon kalt, aber kann man ja trotzdem austrinken. Wir wollen ja nichts umkommen lassen. Dazu habe ich nochmal gekauft diverse andere Sorten Diabolos. Die Sorte kannte ich noch nicht. Hollow Point. Und hier Flachkopf Sport. ...5,5 mm. Immer noch in der Hoffnung, dass ich mir ja die 5 mm oder 5,5 mm Luftpistole herrichten möchte. Aber dazu muss ich demnächst erstmal die Druckluftpatronen bestellen. Ihr wisst Bescheid. So, dann hauptsächlich 9 mm. 9 mm Rand. Revolver. 6 mm Flobert. 8 mm Pistole. 9 mm Knall für, das sollte eigentlich Pistole sein. Das ist Revolver. So, dazu ein Taschenrechner und ein Stift. Vielleicht ist es ja mal ganz interessant zu wissen, wie teuer kommt denn euch zum Beispiel die 5,5 mm Diabolo-Angelegenheit. Da gucken wir uns das mal an. Das dürfte relativ günstig sein. 250 Teile. Quatsch. Natürlich der Preis zuerst. 5,10 Euro durch die Anzahl. Hätten wir hier einen Einzelschusspreis von 0,02 Cent, also 0,02 Euro. Das müssen wir uns natürlich dann noch umrechnen. Haha, so einfach ist das jetzt gar nicht. Ich hätte durch Cent rechnen sollen, das ist natürlich einfacher. Da braucht man hinterher nicht rechnen. Das sind natürlich ohne Komma 510 Cent durch 250, das ist dann einfacher. 2,04 Cent, ein Schuss. Also wir merken uns einfach 2 Cent. Das ist eigentlich günstig. Wir vergleichen mal mit der Sorte hier, die etwas teurer ist, Leute. In 4,5 mm. Diese speziellen hier, die hatte ich wirklich noch nie gehabt. Hollow Point. Die werde ich dann auch noch austesten. Standardkaliber 4,5, ihr wisst Bescheid. Und da geht es gleich los. Weiter geht's. Ich habe jetzt bloß überlegt, wie man jetzt tippt, aber das sind ja Cents. Daran muss man natürlich denken. Sonst hat man ein Ergebnis, was man hinterher umrechnen muss. 1800. 9,5. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. Durch. 1895 Cent durch die Menge hätten wir jetzt hier 500 Stück. Okay, hier ist etwas mehr drin. Durch 500 Stück gleich 3,79 Cent pro Schuss. Das ist ja auch mal gut zu wissen. Also ist die doppelte Menge drin, weil hier waren es ja weniger drin. 250 Stück, sagen wir mal die Hälfte, durch 2 geteilt. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, kommt man also, wenn man das hochrechnet, ist das sowieso schon viel billiger, braucht man gar nicht ausrechnen. Dieses, seltsamerweise ist diese Sorte Diabolo in 5,5 mm trotzdem arg günstiger wie 4,5, obwohl hier viel mehr drin ist. Und ich mal so sage, 4,5 mm ist doch viel gängiger als das andere Kaliber. Seltsam. Wir werden das überprüfen. Und H&N ist ja eigentlich auch noch die angesagtere Firma in meinen Augen. Von wem kommt das? Ist auch H&N. Okay, ist also dasselbe. Daran kann es auch nicht liegen.
Ist das wirklich nur die Form des Diabolus, was diesen Preisunterschied zustande bringt? Ich weiß es nicht. So, wenn ihr nun mal gerne Revolver schießt, kennt ihr alle diese hier, kostet die gesamte Verpackung, was hier drauf leider nicht vermerkt ist, aber ich habe ja hier mein Zettelchen. Wäre jetzt nochmal interessant zu wissen. Wir haben jetzt, das kostet beide dasselbe. Wieso das? Also ist hier scheinbar zwischen Pistole und Revolver kein Unterschied. Artikelnummer? Ist wenigstens das hier irgendwie herauszulesen? Nein, auch nicht. Schade drum. Aber ich habe ja nur zwei Packungen 9mm gekauft. Das ist immer PA Knall. Und einmal hier Randknall. Kurz nochmal überblickt hier. 8mm, HP. Das ist auch nicht. Das sind Diabolo. Ja, genau. Das müssen diese beiden sein. Diabolo oder Revolver ist hier egal. Ich werde es mir trotzdem mal für später hier notieren. Und 30 Cent. So. Für Selbstladepistolen aller Modelle geeignet. Bei Schussentfernung unter 1 Meter Gefahr schwerer gesundheitlicher Schäden. Auch zum Verschießen von Signalsternen geeignet. Unbedingt Gebrauchsanweisung beachten. Ja, ganz klar. Magnum Zündung? Was ist hier der Unterschied zu früher? Wir werden es optisch auch nicht sehen. Sehen wir auch nicht. Das sind die ganz bekannten Kartuschen. Also ich sag mal so. Die großen Kartuschen haben natürlich den Vorteil, nicht bloß, dass sie lauter sind, mehr Knall und Wumms und was auch immer. Mit halbgefrorenen Fingern zu Silvester zu hantieren, immer besser mit großen Kartuschen. Das ist ja logisch. So, okay. Preisvergleich zwischen den beiden hier gleich 0. Bei 8mm würde mich jetzt mal interessieren, Preis, was habe ich ausgegeben? 8mm. Auch 14,90. Das wundert mich jetzt. Früher galt 8mm als, naja, wie soll man sagen, nicht mehr so gängiges Kaliber. Ist eigentlich jetzt immer noch so. Gibt ja kaum noch Pistolen dafür. Ich habe gedacht, das schlägt sich irgendwie auf den Preis nieder. Okay. Bleibt demzufolge. 8mm kennt ihr auch. Sieht doch von der Optik gleich mal viel kleiner aus, ne? Und wenn ich jetzt bedenke, was steht drauf? Hier steht nichts drauf, auch nichts drauf. Jetzt würde mich mal interessieren, wie viele sind hier drin? Genau wie da. Aha, gut, okay. Ich als Laie habe eben überlegt, warum in derselben Packungsabmessung dieselbe Anzahl Kartuschen drin ist. Leute, ja okay. Ein paar Millimeter größer. Daher funktioniert das. Gut, das haben wir geklärt. Jetzt hier bei 6 mm. Okay, das dürfte sogar noch günstiger sein. 100 Stück. 100 Stück. 11,90 €. 1190 Cent. Halt. 1190 Cent durch, ganz einfach zu rechnen, die Anzahl von 100. Da kommst du auf 11,9 Cent. Wir schreiben drauf 12. Also wissen wir, dass eigentlich das allergünstigste 6 mm ist. Und die ja demzufolge auch winzig sind. Das ist natürlich der kleine Nachteil. Mit halbgefrorenen Fingern dann diese kleinen winzigen 6 mm Flaubert-Patronen zu benutzen, zu hantieren und nachzuladen. Also ich habe, glaube ich, zwei kleine Pistolen oder Revolver.
in 6 mm, die sich wirklich sehr angenehm schießen lassen. Dummerweise, ihr wisst ja, wo ich letztens das Paket ausgepackt habe im Sommer, wo so viel Zubehör für das Hobby drin war. Grüße gehen raus, danke nochmal. Da war auch eine kleine Schreckschusspistole mit bei, so eine Signalpistole in meinen Augen. Die konnten wir bloß ganz kurz antesten und dann hatten wir keine Munition mehr. Jetzt habe ich endlich nachgekauft. Das ist die, die der Kameramann besorgen sollte. Kameramann, 11,90 Euro. Bedeutet jedenfalls, dass diese Waffe sich am billigsten schießt, Freunde. Jetzt wisst ihr, zwischen 30 und 12 Cent ist alles mit dabei bei den Kartuschen. Und dann braucht ihr bloß noch zu wissen, dass euch so eine Schachtel hier im Durchschnitt 10 Euro, 10 Euro aufgerundet, 10 Euro, 9,50 Euro alle, die waren ein bisschen teurer. 14,50, also sagen wir mal im Durchschnitt 10 Euro. Jetzt könnt ihr nochmal teilen. 1000 Cent durch 20 Raketen pro Schachtel. Kostet euch also eine Rakete hochschießen 50 Cent plus 30, könnt ihr selber ausrechnen, 80 Cent. Ist das viel? Ist das wenig? Na hier, mit denen noch etwas günstiger. Aber ist das zu viel für ein Hobby, nicht für einen Tag? Oh, Entschuldigung. Obwohl ja hier sozusagen, wie ihr wisst, könnt ihr im Prinzip das ganze Jahr hochballern, solange sich die Nachbarn nicht beschweren. Ja, und seltsamerweise steht immer drauf, lassen sich verschießen mit 6 mm, 8 mm, 3,15er. Hier steht nie was immer von 9 mm dabei. Das weiß ich nicht warum. Obwohl die 9 mm Schreckschusspistolen genauso einen Abschussbecher dabei haben. Wobei ich jetzt aber gemerkt habe, dass gewisse Pistolen zur Fehlzündung neigen. Also sie schießen die Rakete in den Himmel, die zündet nicht. Da habe ich einen Revolver. Meine Vermutung ist, es kommt nicht genug heiße Luft vorne an, um die Rakete zu zünden. Deswegen ja lieber zurzeit die 6 mm Variante oder die 9 mm Derringer. So. Ja. Und hier nochmal die Anweisung, was man und wie machen soll. Nur im Freien verwenden, ganz wichtig. Wer zündet schon eine Rakete bei sich im Wohnzimmer? Aber sowas kommt wohl vor, weil Leute damit zu Hause rumhantieren. Naja, probeweise zusammenstecken und dann trotzdem sich mal einen Schuss löst. Ne? Wieder mal bewahrheitet sich der alte Spruch, beim Hantieren mit Waffen, beim tausendsten Mal schießt selbst ein Besenstiel. Damit ist alles gesagt, Freunde. Okay, mehr lese ich jetzt hier nicht heraus. Gewicht circa 140 Gramm. Ich denke mir mal pro Rakete. Nur im Freien verwenden. Für das Verschießen dieser Munition ist außerhalb des befriedeten Besitztums eine Schießerlaubnis erforderlich. Uiuiui. Also immer nur schön auf dem eigenen Grundstück. Und nicht in der Stadt, wie es hier dann draufsteht. Ah, aber ihr wisst ja, wenn ihr es nicht übertreibt und andere Leute nicht großartig nervt, wird das ja zu Silvester vielerorts geduldet. Aber es ist nur eine Duldung. Beachtet dies bitte, wenn ihr draußen herumballert. Interessant. Okay. Wir werden damit viel Spaß haben. Ich könnte dann vielleicht noch mal ein Kurzvideo machen und ein paar Raketen in die Luft schießen. Kommt auch. Ihr seht, die Dinger sind immer farblich markiert. Das ist auch irgendwie ein anderes Papier hier drumherum wie früher. Mehr so glänzig. Jo. Na gut. Also mit früher meine ich vor 30 Jahren. Da waren viele von euch noch nicht geboren. So.
da haben wir damit schon Spaß gehabt. Ne? Gibt es eben in allen Farben. Dann könnt ihr die Sorten auch besser auseinanderhalten. Oder man füllt alles in einen Sack. Was auch immer. Ja, blau. Gut. Und heutzutage eben immer mit Umarex drauf. Ja, hat Umarex die Hersteller geschluckt oder? Hier steht es nochmal klein gedruckt. Weco. Also Umarex hat wahrscheinlich Weco geschluckt. Mhm. Pyrotechnische Fabrik GmbH, Werk Freiberg, Pulvermühlenweg. Warte mal. Freiberg, Pulvermühlenweg in Freiberg. Hier Postleitzahl. Gut, okay. Diverse BAM-Nummer befindet sich drauf, wie sich das gehört. Demzufolge dürft ihr damit hantieren. Ich sage aber so, Leute, reißt euch ein bisschen zusammen. Nervt nicht andere Leute, die das dann einen falschen Hals bekommen. Man muss nicht in der Nähe von fremdem Eigentum damit herumballern. Ihr wisst, die Dinger steigen manchmal auch nicht besonders hoch. Das führt dann alles dazu, dass die Sache einen ganz schlechten Ruf bekommt und wiederum unsere Lieblingsparteien es anstreben, etwas zu verbieten. So, Brösterchen. Vielleicht sollte man sich auch überlegen, ob es ratsam ist, im Volldremmel mit relativ gefährlichen Sachen sich zu betätigen. Hm? Und das große Anstoßen könnte man ja auch auf danach verschieben. So. Also wir hier bei uns, wir hatten hier schon früher immer mehr Spaß am Feuerwerk und nicht unbedingt am Saufen. No. Ich denke mir mal, ich habe jetzt alles. Kaliber 3.15 hätte ich noch da, aber benutze ich eigentlich auch nicht mehr für Pyrotechnik. Gibt es eben in allen Farben. Dann könnt ihr die Sorten auch besser auseinanderhalten. Oder man füllt alles in einen Sack. Was auch immer. Ja, blau. Gut. Und heutzutage eben immer mit Umarex drauf. Ja, hat Umarex die Hersteller geschluckt oder? Hier steht es nochmal klein gedruckt. Weco. Also Umarex hat wahrscheinlich Weco geschluckt. Mhm. Pyrotechnische Fabrik GmbH, Werk Freiberg, Pulvermühlenweg. Warte mal. Freiberg, Pulvermühlenweg in Freiberg. Hier Postleitzahl. Gut, okay. Diverse BAM-Nummer befindet sich drauf, wie sich das gehört. Demzufolge dürft ihr damit hantieren. Ich sage aber so, Leute, reißt euch ein bisschen zusammen. Nervt nicht andere Leute, die das dann einen falschen Hals bekommen. Man muss nicht in der Nähe von fremdem Eigentum damit herumballern. Ihr wisst, die Dinger steigen manchmal auch nicht besonders hoch. Das führt dann alles dazu, dass die Sache einen ganz schlechten Ruf bekommt und wiederum unsere Lieblingsparteien es anstreben, etwas zu verbieten. So, Brösterchen. Vielleicht sollte man sich auch überlegen, ob es ratsam ist, im Volldremmel mit relativ gefährlichen Sachen sich zu betätigen. Hm? Und das große Anstoßen könnte man ja auch auf danach verschieben. So. Also wir hier bei uns, wir hatten hier schon früher immer mehr Spaß am Feuerwerk und nicht unbedingt am Saufen. No. Ich denke mir mal, ich habe jetzt alles. Kaliber 3.15 hätte ich noch da, aber benutze ich eigentlich auch nicht mehr für Pyrotechnik, weil die einzigste Waffe dafür war ja die 08, die so der Gipfel der Unzuverlässigkeit ist. Und dieses Mal werde ich ausgiebig die Tsuraki austesten. Ich denke mir mal, ich mache noch ein Video dazu und breite noch mal meine Lieblingswaffen aus. Da haben wir alle Spaß. Tschüss, Freunde. Viel Spaß bei Silvester.
Übertreibt es nicht. Mit abgesprengten Fingern kann man sich hinterher schlecht in der Nase bohren. Deswegen immer gewisse Vorsicht mit dabei. Und selbst beim Schießen mit Pyrotechnik kann es von Vorteil sein, wenn man dabei eng anliegende Handschuhe trägt. Also die Erfahrung habe ich schon gemacht. Gut, das war es erstmal dazu. Einkaufsmarathon. Wir haben die Durchschnittspreise ermittelt, dass so ein Unterschied manchmal zustande kommt. War abzusehen zwischen den Kalibern, zumindest zwischen mir und hier. Also im Prinzip schießt ihr mit den Dingern für weniger als die Hälfte. Aber wie ich jetzt mitbekommen habe, schießen die wenigsten mit 6 mm, weil es knallt eben noch nicht genügend in euren Augen. Aber ich im älteren Jahrgang habe festgestellt, die Schreckschusspistole befindet sich relativ dicht am Ohr. Und da ist manchmal leiser mehr. Und diese kleineren Taschenpistolen lassen sich auch ganz bequem in der Jackentasche verschwinden lassen. Bevor in der Stadt, denke ich mir mal, ältere Leute nervös werden. Und dann ist die andere Sache die, dass ihr ohne diesen kleinen Waffenschein ja eigentlich auch gar nicht diese Schreckschusspistole außerhalb eures Grundstücks oder Wohnungsdomizils führen dürft. Das vergessen wahrscheinlich auch viele zu Silvester und befinden sich dann in einer Grauzone, die sich ganz schnell in eine Ärgerzone umwandeln kann. Ja, vielleicht ist es doch eine Alternative, in der Stadt vom Balkon zu schießen. Das wäre eigentlich der einzigste Ausweg, wo ihr dann eure Schreckschuss noch benutzen dürftet. So viel wie ich weiß, greift dann aber der Passus, dass sämtliche Projektile euer Grundstück nicht verlassen dürfen. Also ihr müsst euch praktisch aus dem Balkon raushängen und eure glühende Kartusche, die vom Himmel fällt, wieder auffangen. Ja, aber da wurde mir auch schon mal vor Jahren gesagt, wer will jetzt unbedingt überprüfen, ob die Papphülse, die irgendwo im Dunkeln runterpurzelt, nur gerade eure ist oder von etwas anderem ist. Und das nächste wäre ja dann die Raketen, die man in die Luft schießt auf der Straße, dürfen ja eigentlich sozusagen auch nicht euer Grundstück verlassen. Es ist im Prinzip eine Duldung, ihr wisst Bescheid, es wird ja vielerorts sowieso verboten. Ist manchmal, wenn man vernünftig drüber nachdenkt, im Wohngebiet vielleicht auch nicht falsch. Also wenn man da nüchtern drüber nachdenkt, kann man schon verstehen, dass sich Leute Sorgen machen. Ich meine, wir haben früher, als ich noch in der Stadt, im Ghetto, im Wohngebiet gewohnt habe, das ging so weit, dass wir sogar unsere Autos 3-4 Kilometer entfernt geparkt haben, weil natürlich im engen Innenhof eines Gebäudekomplexes fällt ziemlich viel von oben runter und manchmal wird doch ein gigantischer Bullenböller gezündet, der dummerweise unter die Autos runterrollt. Also das kann man nachvollziehen, wenn man drüber nachdenkt, dass man das nicht unbedingt haben möchte. Und solange die Stadt vielleicht Flächen zur Verfügung stellt oder ausschreibt dafür, ich denke mir mal, irgendein, sage ich jetzt mal, Aldi-Parkplatz oder irgend so etwas ist dafür auch wahrscheinlich besser geeignet, der ist frei zu Silvester. No? Dann kommen wieder Dienstspiele, die sich darüber aufregen, dass zu viel Unrat auf den Straßen liegt, aber das liegt beim Karneval auch. Von Konfetti bis was weiß ich was. Ne? Also man sollte da auch die Kirche im Dorf lassen, finde ich. Danke nochmal. Ein schönes Labervideo. Seit 20 Jahren mal wieder einen Taschenrechner in der Hand gehabt und hat es gemerkt. Aber der funktioniert auch noch. Gut. Freunde der Nacht und der Volksmusik. Viel Spaß und sprengt euch nicht die Hände ab.